Er wollte einst Schauspieler werden und fand dann seine Rolle als Pfarrer Sieber. Etwas Spektakel gehört zu seinen Auftritten, so sicher wie das Amen in der Kirche. Du sehen hier aus gut aus. Super. Ja, wirklich, ist rumpelstiess. Herr Sieber, man kann schon sagen, Sie sind auch ein bisschen Showman, oder? Ja, klar. Ja, Geld, das braucht es ja. Und zwar kommt immer darauf an, für was machen wir die Show? Fürs Gottesreich? Schau mal die Menschen an, die alle Liebe suchen und Liebe geben. Was willst du mehr? Das ist Weihnacht, Advent. Der echte Sieber hat für die obdachlosen Weihnachtsfeier ein Double engagiert. Geil, hä? Echt? Das Nobelhotel Marriott in Zürich spendet rund 600 Randständigen ein üppiges Buffet. Für Notleidende macht Ernst Sieber seit Jahrzehnten weit mehr als nur den Nikolaus zu spielen. Applaus mal für den Ernst Sieber. Wie viel Ernst steckt eigentlich hinter diesem Sieber, der als Pfarrer so fröhlich sein kann? Endete beinahe das Leben des bekanntesten Pfarrers der Schweiz. Im Juni 2012 verlor Ernst Sieber am Steuer plötzlich das Bewusstsein. Sein Wagen prallte mit voller Wucht in eine Straßenlaterne beim Zürcher Triemli. Mit 6 gebrochenen Rippen wurde der 85-Jährige ins Spital eingeliefert. Körperlich sei er schnell wieder gesund gewesen, aber die psychische Verarbeitung habe lange gedauert, sagt der Seelsorger. Die Ursache für seinen Schwächeanfall bleibt bis heute ein Rätsel. Was denken Sie jetzt, wenn Sie da stehen? Es könnte ja sein, dass ich nicht mehr da stehe. Aber jetzt sind Sie noch froh, dass Sie noch immer noch da sind? Das ist schwierig zu beantworten, weil im Himmel muss es ja schöner sein. Also Sie leben aber noch gern? Ja, mit diesen Aufgaben und mit den Möglichkeiten, die Welt zu erfahren, ist mir jeden Tag wundrig, was heute passiert, was morgen passiert. Letzten Endes ist es eine Gnade, wenn man da sein kann. Nach dem Unfall gab Ernst Sieber seinen Fahrausweis freiwillig ab. Unfreiwillig musste er den Fahrausweis bereits 5-mal abgeben, weil er zu schnell unterwegs war. Mit seinem 12-Stunden-Kilometer-Gefährt kann ihm das nicht mehr passieren. Aber auch mit dem Elektromobil hält er sich nicht immer ganz an die Verkehrsregeln. Jetzt können Sie nicht mehr so schnell fahren wie früher, Herr Sieber. Ja. Wenn Sie mich jetzt ein bisschen hoch nehmen mit dem, gell? Sie haben ja immer ein Billett abgeben. Oder? Also, der Unterschied mit anderen ist, dass ich sie mir mit Freude abgegeben habe, weil ich wusste, ich komme bald wieder rüber. Für längere Distanzen lässt sich heute der evangelische Kirchenmann chauffieren. Sein Fahrer Werner Graf hat eine bewegte Lebensgeschichte. Er war ganz unten angekommen, als er den Pfarrer kennenlernte. Ich war auch obdachlos und dann konnte ich wieder arbeiten. Ich habe beim Pfarrer 7 bin ich aufgeleistet worden. Und heute unten rum chauffieren. Da sind Sie stolz drauf? Schon mal, da bin ich stolz drauf.
Und ich gehe eben gerne mit dem kleinen Auto fahren. An das Referat oder eben Leute im Spital besuchen, die ich kenne. Das ist natürlich mega interessant. Ernst Sieber hat schon vielen Menschen geholfen und sie zu Freunden gemacht. Einer von ihnen heißt Django, zu dem die beiden unterwegs sind. Der ehemalige Obdachlose ist an Krebs erkrankt. Er liegt in einem Sterbehospiz in der Nähe von Ulm. Da, schau da, mein Leben. Hi. Was für eine Überraschung. Noch Tage zuvor konnte der Schwerkranke keinen Schritt mehr gehen. Der Besuch des Pfarrers hat ihm neue Lebenskraft gegeben. Gut, gut, gut. Als deutscher Staatsangehöriger ist Django in seinem Heimatland versichert. Und er wird deshalb auch hier medizinisch versorgt. Er befindet sich im Hospizhaus Maria in Biberach in Baden-Württemberg. Auch Django lebte jahrelang in Zürich auf der Straße, bis er vom Pfarrer in einer seiner sozialen Einrichtungen aufgenommen wurde. Susanne, ja, die Susanne, weißt du. Richtstein, oder wie heißt sie? Als Dank dafür bot der Ernst Sieber seine Dienste als Leibwächter an. Der Kirchenmann nahm das Angebot an, obwohl er eigentlich gar keinen Bodyguard gebraucht hätte. Wie ein Bodyguard, hä? Gell, du? Gell? Und so, und wir sind jetzt so froh, dass wir den Django so treffen, natürlich. Gell, das ist wirklich, also, wirklich, wenn man weiss, wie es um ihn gestanden ist, ein Gottes Geschenk. Eindeutig. Und da danken wir dafür, gell, du? Immer wieder gibt's ein Fünfliber, ein Fünfliber. Immer wieder gibt's beim Sieber ein Fünfliber. Gut, gut. Also, was wollen wir noch? Wir warten natürlich, bis der Django wieder kommt, weil er eine Hilfe ist. Man kann schon sagen, vom lieben Gott gebracht. Ja, und jetzt hoffen wir doch ganz einfach, dass das wieder gut wird, besser wird. Im Namen vom lieben Gott wird das geschehen. Darf ich euch einen Kaffee bringen? Ja, natürlich. Ja. Dankeschön. Also gut. Prost miteinander, meine Lieben. Freunde, wir bleiben Freunde. Mein Dach ist der Himmel von Zürich und das Bell wie mein Bett, wo ich pfuss. Und Nacht ist Laterne, der Mond mit den Sternen, ganz Zürich, mein Haus. Kunst. Ernst Sieber will den unheilbar Kranken zu sich in die Schweiz holen, um ihn während seiner letzten Zeit zu begleiten. Noch sind die bürokratischen Hürden nicht überwunden. Und rasch und zielgerichtet, also. Selbst mit seinen 85 Jahren gönnt er sich nur selten etwas Ruhe. Am Abend hat er wieder etwas los. Papi, hallo! Ja, schön, Papi. Das ist seine Tochter Ilona. Sieber hat 4 leibliche und 4 adoptierte Kinder. Ilona leitet den Spießhof im schaffhausischen Ramsen. Die soziale Institution baute Ernst Sieber in den 90er Jahren auf. Hübsch ist ja, du hübsch. Du bist ja hübscher. Hey, grüß Gott. Der Spießhof ist ein Selbsthilfedorf für Menschen in Not, die lernen, wieder Fuß zu fassen. Die Bewohnerin Marella hat heute Geburtstag. Ilona und ihr Vater stehen sich sehr nahe. Mein Vater ist ein sehr guter Vater, primär mal. Ein Vorbild. Dann ist mein Vater der Mensch, der uns als Kind sehr viel Wert vermittelt hat, wo ich sehr dankbar bin drum. Wir danken für die Suppe. Wir danken an Marella, die heute Geburtstag feiert. Und bitten dich, oh Herr Jesus Christus, für deine Nähe. Amen. 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 Gut.
Auch Siebers Ehefrau Sonja nimmt am Geburtstagsfest teil. Die ehemalige Opernsängerin ist mit dem Pfarrer seit 50 Jahren liiert. Also, als ich meinen Mann gesehen habe, habe ich einen herzigen gefunden, aber nicht gerade verliebt. Und einen interessanten, nein, es ist die Wahrheit. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Moment, ja, da ist schon so gewesen. Ich muss aber schon noch sagen, ich schaue ja nie in den Spiegel. Aber ich merke, dass ich ein Hübscher bin, weil wenn Sonja mich so anstrahlt, oder, dann ist das natürlich Sonnenaufgang. Er merkt Grenzen nicht, das ist das Problem. Oder? Und Gott sei Dank hat er so viel Körperenergie. Wenn er die nicht hätte, wäre er schon lange zusammengeklappt. Sehen Sie das auch so, Herr Sieber? Also ich kann nur von dieser Beziehung zur Sonja reden. Wenn also die Frau nicht wäre, die Seele, die Frau, die singt, die Haushalt macht, die Menschen liebt und vor allem mich furchtbar gern hat, das muss ja. Oder? Meistens. Meistens. Also, wenn nicht? Ja, wenn wir ein bisschen streiten tun, dann gehört halt auch dazu. Also, das gibt es auch bei euch? Ja, ja. Und wie? Man sagt es ja. Also gut, die Liebe muss zanket haben. Was ist denn so ein Grund, wenn einmal einander in die Haare kommen? Also, jahrelang die Unzuverlässigkeit. Was? Weil er nicht dann gekommen ist, zu essen. Aber er ist sehr zuverlässig. Tochter, ja, sie ist natürlich nicht abhängig davon. Aber ich muss nur sagen, wegen was? Ja, gut, jetzt so wegen was, muss ich sagen? Sag. Wenn ich einmal kochen kann, oder? Er hat gesagt, er komm. Ist er nicht gekommen. Und das jahrelang. Jahrelang. Mein Tag ist der Himmel von Zürich. Mein Lüb ist Beton im Fuß. Und Zipfli, mein Päckchen und die Meise, mein Schränke. Ganz Zürich, mein Haus. Sieber als Stimmungskanone. Ein vertrautes Bild für alle, die mit ihm zu tun haben. Ich meine, der Mann hat Rampensau-Qualitäten. Also, der könnte Stand-up-Comedian sein. Oder wenn der in Form ist und auf der Bühne steht, dann ist das beste Unterhaltung 20 Minuten lang. Christoph Zink ist seit 2 Jahren Gesamtleiter der Stiftung Pfarrer Sieber. In 7 Sozialbetrieben mit unterschiedlichen Aufgaben arbeiten heute rund 170 Mitarbeiter. Sie betreuen AIDS-Kranke, Obdachlose und Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Früher flossen alleine wegen seiner charismatischen Persönlichkeit Spendengelder in Millionenhöhe. Ob als EVP-Nationalrat in den 90er Jahren oder als Prediger, Sieber war ein Meister der Inszenierung. Sein Sozialimperium wuchs und wuchs. Dann kam das Jahr 2004 und mit ihm die Krise. Der Stiftungsrat teilte in einer Pressekonferenz mit, dass die Sozialwerke kurz vor dem Bankrott stünden. Die Verantwortung musste der Pfarrer tragen. Ihm wurde fehlende Transparenz vorgeworfen. Christoph Zink arbeitete damals noch nicht für die Sozialwerke. Er weiß jedoch, dass sich Sieber kaum um Finanzen kümmerte. Sie sind ja immer da gewesen. Sie sind ja immer da gewesen. Und in seinem Umkreis hat es dann Leute gegeben, die relativ frei mit diesen Finanzen umgegangen sind. Und dann halt mit jeder gelungenen Transaktion nochmal eine draufgesetzt und nochmal etwas Artfremdes und nochmal etwas Artfremdes. Ja, und dann hat es halt irgendwann gekesselt. Jesus hat in seiner Jüngerschaft auch jemanden gehabt, der Kassen gemacht hat. Aber es ist nicht unbedingt ihr Kerngeschäft, Finanzen. Ich denke, das wäre doch eigentlich eben da eine Überforderung. Und da bin ich mir bewusst gewesen, bei ihr daheim macht Sonja Buchhaltung. Sonst ging's doch, würde die Karre umstehen. Also ich bleibe bei dei Aufgabe, Frontarbeit zu machen und bin dankbar, dass es
Kräfte gibt, die die Finanzen in die Ordnung bringen können. Geht der Seelenhirte heute durch seine sozialen Betriebe, weiß er, dass sein Lebenswerk wieder schwarze Zahlen schreibt. Gerettet wurde die Stiftung durch eine anonyme Spende von 1 Million Franken, verbunden allerdings mit Auflagen. Verlangt wurden klare Führungsstrukturen. Zudem musste der Pfarrer aus dem Stiftungsrat austreten. Das ist natürlich für ihn eine Verletzung, die er bis heute darunter leidet. Also das hat Narben hinterlassen, die spürbar sind, die immer auch wieder sichtbar werden. Wo er sich auch sehr ungerecht behandelt fühlt. Das kann man so und anders anschauen. So. Also dort kommt die sensible Seite vor. Öfter als früher zieht er sich heute in sein Atelier am Sielsee zurück. Über seine sensible und verletzliche Seite spricht er nicht gerne. Und wenn, dann nur ansatzweise. Ich bin ein Mensch mit Fehlern, ja, und er auch. Und der Unterschied ist vielleicht, dass ich Fehler fröhlich mache. Das Innerste eines Menschen wird dort berührt, wo seine Wurzeln liegen. Da findet er Halt. Pfarrer Siebers Kraftort liegt auf dem Hirzel oberhalb des Zürichsees. Als Bub, Jahre vor seinem Theologiestudium, arbeitete er hier unter dieser Linde als Bauernknecht. Da bin ich gestanden oder gehockt, habe mit den Geiseln geübt und das Vieh damals, das hat kein Hütapparat gegeben. Sind in dieser Gegend geweidet und es war wie im Himmel. Das war Heimat, Heimat. Und dann ist der Hof noch. Gerade da, das ist unwahrscheinlich. Die Kühe, Glocken, Fee, Leute. Juchzen. Tu noch mal. Uhuhu, juhu. Also, das war Leben für mich. Die Grundlage von meinem Dasein. Und natürlich dann ganz entscheidend, die Erde. Schau mal, da ist sie noch echt. Die ist mit Knöpfen gehüllt. Das ist ein Humus mit Gottessegen. Da habe ich meine Wurzeln. Auch im geistigen Sinn. Da habe ich den Glauben gefunden. Erde. Himmel. Gottes Liebe. In bitterkalten Nächten streift er ab und an mit Mitarbeitern durch Zürichs einsame Gassen. Sie sind auf der Suche nach Obdachlosen, die sich unter Büsche verkriechen oder anderswo und erfrieren könnten. Manchmal finden sie nur deren Habseligkeiten. Das ist Peter. Die beiden kennen sich seit Jahren. Der Pfarrer gibt ihm ein 5-Franken-Stück. Gerne würde er Peter seine Hilfe anbieten, ihm ein warmes Bett geben, aber er lehnt ab. Er will sich nur in einer Bar etwas aufwärmen. Ciao, Peter. Ciao. Im Albisgürtel steht Siebers Pfußbus, wo es auch Platz für Peter hätte. Im Sattelschlepper stehen Betten für Obdachlose zur Verfügung. Freiwillige Mitarbeiterinnen sorgen für warmes Essen.
Schlaf gut. Auch im geheizten Vorzelt gibt es Schlafmöglichkeiten. Platz hat es für insgesamt 35 Hilfsbedürftige. Der Johannes Hester ist 106 geworden und so lange brauchen wir den Ernst auch noch. Mindestens. Hä? Ah, komm. Er soll weiterleben, solange es geht. Weißt du, wenn du auf die Rechte... Was gibt Ihnen da der Pfarrer 7? Pfarrer 7 selber, für mich persönlich. Das Herz. Und das hat er mir beigebracht, vor 45 Jahren. Man teilt genau gleich, das ist ja eben die Solidargemeinschaft, die entscheidend ist, dass unser Zusammensein aufbauend wirkt. Hey, ich komme das Leben wieder in den Griff über und dann bleibe ich beieinander und wirke, solange es Tag ist, für alle die, die noch draußen sind. I'm gonna lay down my starry crown. Pfarrer Ernst Sieber wärmt die Herzen von Notleidenden durch Taten. Ein bisschen Show gehört auch dazu. Stimmt das schon gut? Danke dir.